Jetzt sind wir hier bei Momo. Das ist der Schalke-Fan, den man kennt mit dem Bier auf dem Kopf. Du hast ja quasi schon so ein bisschen Cool-Status erreicht. Die Leute wollen mit dir Fotos machen. Wie fühlst du dich dabei? Ja, ich finde, das ist cool, weil das ist meine Familie. Schalke ist meine Familie. Wir in Familie treffen und Fotos machen, das ist cool. Ist das irgendwie nicht wackelig oder ist es schwierig? Hast du nicht Angst, dass irgendwie das kaputt geht? Du hast ja auch manchmal dein Handy zwischen den Biergläsern. Ja, nein, habe ich keine Angst. Eigentlich runterfallen immer Bieren gibt Grund. Zum Beispiel Fußballspieler, sie laufen so Fuß, aber sie runterfallen. Bieren gibt Grund, du auch runterfallen. Ohne Grund, meine Glas fällt nicht runter. Also lernt man das in Nigeria oder wie funktioniert das? Nein, eigentlich ein bisschen in unserer Kindheit, wir haben immer den Kopf getragen, aber das nicht lernen, das ist einfach Gleichgewicht. Aber hier, was hast du mir gelassen, das habe ich weiter immer gemacht, weil vorher habe ich nie gemacht, nur einmal war mit meinem Kumpel und er hat Schlaganfall, er sitzt im Rollstuhl, wenn er nimmt die Bier in Hand und dann die Bier verschüttet so, seine Hand so wackelt. Und vor die Bier reingehen, dann irgendwann die Bier geht so nur halb. Und dann habe ich gesagt, ey, lass mal Afrikan Tekken, den habe ich in den Kopf gemacht und habe ich die Rollstuhl mit Hand geschoben und reingegangen und habe ich gefunden, die Leute sagen, cool, guck mal, die haben ein Bier im Kopf. Dann habe ich überlegt, ich habe gesagt, ah, wenn die Leute machen das, warum nicht immer? Dann habe ich immer gemacht. Können deine Familie das in Nigeria auch oder nur du? Ja, eigentlich so balancieren, die Leute machen sie auch nicht in Afrika, weil die Leute sagen auch völlig dumm. Hier nur habe ich gefunden, dass Leute sagen, cool, und die Leute immer sie gerne so Bier in der Hand halten. Denn ich sage, hallo, hey Leute, ich habe meine Hand gespart, meine Bier im Kopf. Und das mag für die Leute lachen. Und was mag für die Leute lachen und reden, ich gerne das mag. Wir können ja mal ausprobieren, dass ich jetzt vielleicht eins drauf kriege, oder? Ja, machen wir. Wir haben da Bier. Denn ich versuche in deinen Kopf stapeln. Wir haben Bier, das ist genau. Wir haben noch genug Bier. Trinkst du das Bier auch selber? Ist das alkoholfrei oder? Ja, ich gebe eigentlich immer alkoholfrei, wegen ich bin Muslim, ich trinke kein Alkohol. Und die zweite Sache, trinken aber nicht so ganz viel. Wegen nicht so viel fit. Ich bin schon ein bisschen uralt und versuche nur ein bisschen Bier trinken. Vielleicht zwei, drei am Wochenende aber. Hast du schon irgendwann mal so einen Sponsoring-Vertrag irgendwie angeboten bekommen? Nein, angeboten eigentlich wegen die Bier ist nicht. Aber ich mag das kein so ein Angebot. Und mein großes Ziel, ich wollte für die Schalke-Fan, für die neue Generation mehr Fan haben. Wenn die jungen Leute machen diese Technik, dann ich mag weiter. Yiffi! Hey, Glück auf!